Hallo ihr Lieben, ich wollte was mit euch teilen. Und zwar geht es um den Zeitraum, um die Entrückung. Weil die Entrückung ja irgendwie erklärt werden muss, irgendwie, ja. Irgendjemand muss es erklären und die Kirche wird es nicht erklären können, wohin all die Menschen verschwunden sind und die Kinder verschwunden sind. Und deshalb wird wahrscheinlich auch dieser große Glaubensabfall stattfinden. Weil da herrscht dann absolute Verzweiflung. Und ich habe mich damit beschäftigt, anscheinend, der Bill Gates arbeitet ja auch an dieser Verdunklung der Sonne. Er sagt ja, das braucht die Umwelt und so, dass sie uns die Sonne nicht verbrennt, ja, und so weiter und so fort. Aber er beschäftigt sich ja fast nur noch damit, mit diesem Projekt. Die Sonne zu verdunkeln. Darken the Sun. Und das ist interessant, das Thema Nummer 583, das gibt ein paar interessante Ergebnisse. Und zwar, das geschieht zur Zeit des Corona-Hoax, also dieser Corona-Verarschung, hat auch die gleiche Nummer. Und diese Aliens among us. Aliens und uns haben auch die gleiche Nummer. Also anscheinend, der Bill Gates arbeitet wohl auch in diesem Blue Beam-Projekt, und die Sonne zu verdunkeln, um so eine Art, wie wenn man was an die Wand beamen will, wie beim Overlight-Projektor, ja, dann braucht man ja eine Leinwand, ja, und dann, wenn man jetzt an den Himmel beamen will, bräuchte man eigentlich auch eine Leinwand. Also eine Verdunkelung, ja, also wo dieser Beamstrahl da gebrochen werden kann, ja. Und das muss irgendwie hergestellt werden, weil sie die Entrückung wahrscheinlich so erklären werden, dass Außerirdische verantwortlich sind für die Entrückung dieser fehlenden Menschen und Kinder, ja. Das werden sie und wahrscheinlich so auftischen, und zeitgleich wird wohl an diesen nach der Entrückung an den Himmel dieses Blue Beam Projekt da vollführt werden, und zwar eine Alien Invasion an den Himmel gebeamt werden, ja. Und somit werden sie die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, und deshalb vereint sich die ganze Welt ja zu einer Ein Weltregierung, ein Weltreligion, weil sie sagen, hey, in allen Ländern sind jetzt Menschen verschwunden und wir müssen jetzt alle zusammenhalten und wir vereinen uns zu einer One World Government, eine Weltwährung, eine Weltreligion, und dass wir uns da wehren können gegen diese Außerirdischen, ja. Und in dieser Zeit fünf Ach, drei gibt es auch diese Bad Reptilian Microchips. Also wird diese werden uns diese Microchips wahrscheinlich dann eingesetzt, ja. Nach dieser Zeit, also nach der Entrückung wahrscheinlich erst diese finalen. Und das ist eine fremde Foreign Anunnaki-DNA. Und die Anunnaki waren ja diese Gottessöhne, ja, die da zu den Frauen gingen. Damals noch vor Noah, um sie mit den Vereinten, um diese DNA der Menschen veränderten, wo dann die Riesen geboren worden sind. Und wahrscheinlich wird, es ist ja so, dass jetzt immer mehr UFOs gesichtet werden, ja. Die bereiten uns das schon vor, dass es ganz normal ist, dass man UFOs sieht, ja. UFO-Sighting hat auch diese 583. Und diese Aliens sind aber Dämonen, wissen wir das? Verkleidete Dämonen. Aliens, ah, Demons, da hat auch diese 583. Und in 2. Korinther 11, Vers 13 steht: Denn solche sind auch falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Sie verkleiden sich. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts.
Also Satan kann sich verkleiden, seine Diener können sich verkleiden. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Also Aliens, Außerirdische gibt es nicht, es sind Dämonen, ja, und diese Dämonen können sich auch noch verkleiden. Und das ist dann die Great Deception, ja. Die große Versuchung und die große Täuschung am Ende der Zeit. Und das liest man ja in 2. Thessalonicher 2. Dass ihm dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Darum wird Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge nicht glauben. Und in 2. Thessalonicher 2, da ist das eigentlich mit der Entrückung drin. Ja? 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, ein Glaubensabfall, und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, also der Sohn des Verderbens, der Antichrist, der sich widersetzt und auch in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Und denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das ist also dieser Heilige Geist, die Braut muss aus dem Weg fallen. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Dann wird der Antichrist offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, wenn er dann wiederkommt am Ende der 7 Jahre. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Und Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Also nach dieser Entrückung, wenn diese Braut weg ist, das, was jetzt noch zurückhält, dann werden diese ganzen Zeichen und Wunder geschehen am Himmel, ja. Und Satan wird ordentlich mal, und er darf es auch, er kriegt die Erlaubnis, ja, zu verführen, ja. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Diese Alien-Invasion, dass die Aliens die Menschen, die entrückt worden sind, gestohlen haben und die Kinder gestohlen haben. Ja, das ist die Great Deception, ja. Auch 583, auch zu dieser Zeit. Und ja, die Human Genetics DNA, also diese Zeit wird wieder mit mit der menschlichen Genetik, mit der göttlichen Genetik herumgemacht. Ja, die Mikrochips werden dann da eingeführt, die letzten wahrscheinlich. Und jetzt dieses, ja, Blue Beam-Projekt wird da wahrscheinlich stattfinden. Die werden uns wahrscheinlich da ordentlich was in den Himmel beamen. Und dazu muss man ja eigentlich dunkel machen, ja. Sonst nützt der beste Tageslichtprojektor nicht, wenn es total hell ist. Da dunkelt man ja immer erstmal ab, wenn man was sieht. Und dann wird die Welt natürlich so in Angst und Schrecken versetzt. Und das ist die Erklärung, weil die Kirche wird keine Erklärung für die Entrückung haben. Aber Satan steht schon bereit und mit Wundern und ta, 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 ta. Und der sagt ihnen, die sind alle entführt worden von den Aliens und wir müssen uns verbünden zu einer Weltregierung und alles. I am a Cyborg. Und auch die 583, da werden da die Cyborgs aus uns entstehen. Wenn sie denn das Mark on the right hand annehmen, an der rechten Hand oder der Stirn, hat auch die 583. Und anscheinend verändern die ja unsere Genetik, ja, und das sind Reptilien-Genetik, haben wir dann, ja. Also die tun uns unsere Genetik in unserem im Innern der Zellen ändern, ja. Die menschlichen Zellen. Und Elon Musk hat damit auch zu tun, irgendwas. 583, ich weiß nicht, was er so alles macht. Ja.
Das kommt jetzt alles. Diese digitale Face Recognition hat auch diese 583. Und ja, The Great Deception, ja. 583, also diese große Täuschung, der wir dann, der die glauben werden, die nicht an Christus geglaubt haben, gell? Und es steht ja auch in Matthäus 24, dass wir aufpassen sollen, denn in diesen Tagen, also wenn ihr diese Zeit nicht verkürzen werdet, es muss kurz davor sein, würde kein Fleisch übrig bleiben, kein Fleisch gerettet werden, ja, durch auch die ganze Impfung und alles. Aber er muss eingreifen, der Gott, und er verkürzt die Zeit um die Gebete der Auserwählten willen. Na, Matthäus 24, Vers 22. Und Vers 23, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Das macht er dann, ja. Wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also die werden wirklich Feuer vom Himmel holen, steht da in der Offenbarung, und mit Bluebeam und was weiß ich was alles arbeiten, ja. Und werden auch Jesus Christus Bild in den Himmel beamen und bei den Moslems dementsprechend die Bilder, ja, und in Asien Buddha und also dementsprechend dem Volk entsprechende Bilder da in den Himmel beamen, ja, und es muss richtig gut werden, ja, weil siehe, ich habe es euch vorhergesagt, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe es in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe es in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn der Herr kommt, er betritt die Erde nicht, ist am Ende der Zeit dann. Und denn wie der Blitz vom Osten aus und bis zum Westen erscheint, so wird es auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Ja? Und also wir müssen wirklich aufpassen, dass es mit diesem, da ist ein Christus, da ist ein Christus. Also die werden, diese falsche Propheten werden wirklich große Wunder tun und auch von den Toten erwecken zum Teil und große Heilungen. Also wenn da zum Beispiel große Heilungsgottesdienste sind oder Erweckungsgottesdienste und so, das müssen wir uns alles ganz arg kritisch beobachten und dann nicht hingehen. Ja? Auch wenn da große Wunder geschehen, das ist eine Riesentäuschung, was da abläuft. Und es wird richtig gut werden, ja. Also, dass möglichst auch die Auserwählten getäuscht werden können. Also, dann muss es richtig gut sein. Und dann kommt dieses Kommen des Menschensohns. Dann schickt er seine Engel aus. Aber davor, bald nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden. Also, die verfinstert sich wohl nicht selber, sondern die wird verfinstert werden. Und ich habe manchmal ein bisschen da Bill Gates in Verdacht, weil der da herumbastelt, um die Sonne zu verfinstern, ob er nicht vielleicht da ein bisschen mitmischt. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Ja? Das ist wohl dieses Kreuz, wo da zwei Kometen da zusammenstoßen, und das wird man ein paar Tage vor der Entrückung wohl sehen. Und dann werden sich alle Geschlechter an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels und mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dieser wird seine Engel aussenden und mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln. Von den allen vier Richtungen her, von einem Ende des Himmels zum anderen. Die Auserwählten werden dann entrückt, ja, seine Leute werden entrückt. Und da sagt er, also ihr müsst aufpassen, ja. Und der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und diese Entrückung wird wohl erklärt mit einer Alien-Invasion. Weil die Kirche hat nichts zu sagen, ja, und keiner glaubt ihnen mehr. Das ist ein Riesenglaubensabfall, weil die Kirche hat niemand was gesagt, was passieren wird, ja. Die haben keinen Ton gesagt und die können es dann auch nicht erklären mit der Entrückung richtig, ja. Und deshalb kommt ein Riesenglaubensabfall wahrscheinlich. Und der Antichrist ist natürlich schon bereit und hält bereit. Die große Alien-Invasion, ja. Mit der 1014, ja. Und
diese Alien-Invasion, die hat zu tun auch mit SARS-CoV. SARS-CoV. Kennt ihr das SARS-CoV? Covid-SARS-CoV-1? In dieser Zeit wird es sein. Und da wird dieser wahre Name des Antichristen offenbart, während der True Name of the Antichrist hat auch diese 1014, wie diese Alien-Invasion. Und so shall be the coming of, so wie du es gerade gesagt hast, so wird das Kommen des Menschensohns sein, gell? So shall be the coming of the Son of Man. Oho, er kommt dann. Das ist genau an dem Punkt, wo wir gerade gesehen haben. Ja? Die Sonne wird verdunkelt werden und dann wird das Zeichen des Menschensohns sehen. Und dann wird er seine Engel aussenden, um seine Leute einzusammeln. Und dann wird es erklärt werden, diese Entrückung durch eine Alien-Invasion. Ja? Und dann werden sich alle religiösen Führer, religious leaders zu einer Koalition zusammentun. Die werden sich alle verbünden zu einer Einweltreligion. Und der Pope Francis, der Pope Franziskus, wird noch die Chip, RFID-Chip-Agenda pushen. Ja, hat auch die 1014. Und dann kommt the Beast, named Barack Obama, auf den Platz. Anscheinend tritt er dann auf, ja. Hat auch die 1014. Bei der Alien-Invasion da erfolgt dieses biblical Judgment. Also da wird ein Es gibt auch das ist auch interessant, das Islam mit den RFID-Chips und diese Gülletonen, diese Enthauptungsmaschinen werden da aufgestellt werden in so Camps. Nicht nur bei dem im Islam. Und ja, anscheinend soll ja der Obama, ne? Obama soll ja der Antichrist sein. Aber was mich da immer ganz stört hat, ist ja der Obama. Es ist ja, der Antichrist soll ja so ein richtiger Hauer sein, so ein richtiger Womanizer. Er muss faszinierend sein. Er muss ein Genie sein, ein militärisches Genie. Er muss, also es muss so ein richtiger. Oh, ja, so ein richtiger Erlöser. Ja, also, ich finde, der Obama, so ein Antichrist ist er nicht. Ja, also, das muss ein richtiger Knaller normal sein. Deshalb wundert mich das immer, dass der Obama der Antichrist ist. Aber da bin ich jetzt über was ganz Interessantes gestolpert. Ja, und diese 1014 hat auch diese Draco-Reptilien-Shapeshifter. Und diese Reptilien. Das sind Shapeshifter, die können sich verwandeln, ihr Aussehen verwandeln, die verkleiden sich wieder, ja? Denn selbst Satan verkleidet sich als ein Diener der Gerechtigkeit, als ein Diener des, verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und seine Diener verkleiden sich als Diener der Gerechtigkeit. 2. Korinther 11, 13. Kommt es zu einer globalen Verbindung, ja, sie verbinden sich alle. Eine Verschwörung, Globe Earth, globale Erd, eine Verschwörung. Und dann, was damit zu tun hat, also mit dem Obama.
zwar steht, das finde ich so interessant, der Fake Obama Death. Also das gibt es auch an anderer Stelle in der Gematria nochmal, dass der Obama einen Fake-Tod hinlegt und anscheinend steht der wieder auf und sieht dann aus wie der JFK. Ja, also das habe ich schon mal gelesen mit dem Fake Obama, der ist das aber ein gefakter Tod, dass der einen Fake-Tod hinlegt. Und, aber das Interessante ist, dass er dann wieder aussehen soll wie JFK. Und es gibt ja diese, wie John F. Kennedy, und es gibt ja diese Verschwörungstheorie und habt ihr ja schon alles gehört in diesem, was hat da JF Kennedy jetzt zu tun mit dem Ganzen, ja? Wie kommt der, woher kommt der, aus welchem Loch kommt der jetzt plötzlich wieder dann? Und das ist schon interessant, finde ich das, weil ihr wisst ja, dass der John F. Kennedy ist durch drei Schüsse gestorben. Die ersten zwei waren nicht tödlich und der dritte war der Kopfschuss. Der war tödlich, ja. Und in der Offenbarung 13, Vers 3, da kommt er da Antichrist ins Spiel, ja? Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Ein Kopfschuss. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Der wird doch nicht der Obama ein Fake-Tod hinlegen, wieder, und als Kennedy wieder sich verkleiden, ja, weil Satan verkleidet sich, ja, ne? Das kann der. Und auch in der Offenbarung 17 steht, und die Erde, die Welt werden sich verwundern. In Offenbarung 17, Vers 8, die Welt wird sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Also der war schon mal da, ist aber nicht mehr da und ist doch da. Der wird sich doch nicht als Kennedy verkleiden. Und ich muss sagen, also so ein Kennedy würde ich als Antichrist sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, doch, ja. Das ist also eine schillernde Persönlichkeit einfach, ja. Den würden sie anerkennen. Das ist ein richtiger Ex-Präsident. Und das ist interessant mit diesen sieben Königen in Offenbarung. In der Offenbarung 17, 8, das Tier, das du gesehen hast, war und nicht mehr, ist nicht mehr, es war aber da, ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Vielleicht verkleidet sich Satan, nimmt er diese Hülle dieses JFK an und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, denn deren Namen geschrieben sind im Buch des Lebens, die sind da schon weg wahrscheinlich. Aber deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Und dann kommt es mit diesen acht Königen da. Und hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Bergen, auf denen die Frau sitzt. Es können die sieben Berge in Jerusalem sein, da liegt auch sieben Berge, sieben Hügel, oder da im Vatikan, da in Rom. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen. Fünf sind gefallen von den Königen. Also von diesen, sagen wir mal, das sind die Präsidenten von Amerika. Fünf sind gefallen und der eine ist da. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, der Antichrist, das war und nicht ist, er war da, aber ist nicht mehr da, ist auch selbst der Achte. Er ist auch selbst der Achte, also der achte Präsident, sage ich mal. Und es ist einer von den sieben.
Er ist einer von den vergangenen sieben, also er ist nochmal, also nochmal gekommen, ja. Es war einer von diesen Präsidenten. Vielleicht nimmt der Obama, ich weiß, es ist weit hergeholt, aber vielleicht nimmt er sich, Obama sich die Hülle vom JFK, ja, vom John F. Kennedy, den würden sie annehmen, ja, mehr wie ein Obama, bei Obama, ja. Das wäre doch ein Ding, oder? Und Satan kann sich verkleiden. Das wäre doch echt der Hammer, oder? Und ah, 10 für 10. Rapture. Da ist auf jeden Fall Entrückung schon gewesen. Rapture the Doors. Und die Menschheit wird sich dann vielleicht auch mal gegen die Reptilians da auflehnen, ja? Die Verkleideten da. Und Riot, also auflehnen und Riot against the Reptilians. Oh. Und dann kommt der Xavier Obama, 10 für 10, der Xavier, der sich auch. Obama ist kein Guter, dass das klar ist. Steht da noch 10, 14. Also, das wäre natürlich ein Ding, hey, wenn der Obama sich verkleidet und eine Hülle nimmt. Und Obama ist, er hat die 666, als einzigster hat er in der Gematik überall die 666 drin. Und wenn der sich natürlich verkleidet, und das sind Shapeshifter, also die können sich verkleiden wunderbar, dann hätte man da so ein Thema, oder? So ein JFK würde man doch annehmen als Antichrist. Das würde schon wirken, muss ich sagen. Oh Herr, so bitten wir das. Wir bitten dich um Weisheit und dass wir erkennen können, Herr, was gespielt wird und dass wir nicht reinfallen und dass die Auserwählten nicht getäuscht werden von all dem, was da aufgeführt wird von falschen Christen, falschen Lehren, falschen Propheten und irgendwelchen Heliogrammen und was weiß ich, und was sie da alles auffahren. Oh Herr, wir bitten dich, dass wir geschützt sind, übernatürlich geschützt sind vor all dem Bösen. Bitte erlöse uns von dem Bösen, Vater. Bitte erlöse uns von all dem Bösen. Bitte erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Wir sind alle Ewigkeit. Amen. Hilf uns, dass wir rein sind vor dir und dass wir am Tag des Herrn genommen werden, dass wir dem Ganzen entgehen können. Und Herr, du sagst, wir sollen beten, dass wir dem Ganzen entgehen können. Und wir bitten darum, dass wir rein dastehen können. Oh Vater, sei du uns gnädig nach deiner großen Güte und tilge alle unsere Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche uns rein von unserer Schuld und reinige uns von unserer Sünde. Denn an dir allein haben wir gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld sind wir geboren und in Sünde hat uns unsere Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innern, so lass uns im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige uns mit dem Blut des Lammes, so werden wir rein. Wasche uns, so werden wir weißer als Schnee. Lass uns wieder Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zuvor zerschlagen hast. Und verbirg dein Angesicht vor unseren Sünden und tilge all unsere Missetaten. Erschaffe uns ein reines Herz und gib uns von neuem einen festen Geist in unserem Innern. Und verwirf uns nicht vor deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Lass uns wieder Freude haben an deinem Heil und stärke uns mit einem willigen Geist. Und wir wollen die Abtrünnigen deine Wege führen und die Sünder zu dir bekehren. Errette uns von Blutschuld, du Gott unseres Heils. Dann werden unsere Lippen deine Gerechtigkeit jubeln drüben. O tue unseren Mund auf, o Herr, dann werden unsere Zungen dein Lob verkünden. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollten wir sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die dir, o Gott, gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. O tue wohl an Zion nach deiner Gnade und baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du wieder Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit und Dankbarkeit. Und wir wollen dir geistige Opfer darbringen, die dir wohlgefällig sind. Durch Christus Jesus, unserem geliebten Herrn. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war der Bußpsalm 51. Seid gesegnet.